Guten Abend zum Ausblick auf die kommende Handelswoche. Ja, schafft der Brexit, schaffen die Eurozone und Großbritannien den Durchbruch beim Brexit? Also ganz klar ist das nicht. Kreise aus dem Umfeld wollen der Times erzählt haben, dass die Irland-Frage gelöst ist. Die EU ist wohl im Fall der Zollunion Großbritannien ein großes Stück entgegengekommen. So hieß es zumindest. Ein Sprecher aus der Downing Street bestätigte allerdings nur Fortschritte in den Brexit-Gesprächen. Also der ganz große Durchbruch ist es ja vielleicht trotzdem nicht. Aber vielleicht ist ja zumindest die Hoffnung groß. Das könnte die Märkte also am Anfang der kommenden Woche durchaus ein wenig beflügeln, nachdem es ja am Freitag erst einmal eine kleine Korrektur gegeben hat, nach einer Rallye, die so relativ aus dem Nichts gekommen ist. Gründe waren wohl die guten Quartalszahlen zuletzt und dann auch natürlich vor allem auch die Ankündigung von Donald Trump, dass er einen Deal mit China bald abschließen kann, einen Handelsdeal. Ja, am Freitag ging es dann trotzdem wieder runter. Zum einen waren die Arbeitsmarktdaten einfach zu gut aus den USA und zum anderen bleiben eben die Risiken auch vorhanden, die dann auch noch von Lawrence Kudlow neue Nahrung bekommen hat. Der Wirtschaftsberater von Donald Trump erzählte nämlich, es gibt noch keinen Durchbruch. Zurzeit ist das US-Team nicht einmal mit Verhandlungen beauftragt. Donald Trump allerdings später wieder erklärte, er wird einen großen Deal bald haben. Schauen wir mal, was am Ende kommt. Die Frage ist ganz einfach, ob Donald Trump tatsächlich Fortschritte sieht irgendwo, weil das ist insofern erstaunlich, dass eigentlich beide Länder zurzeit gar nicht miteinander reden. Dann muss also auf informellen Wegen relativ viel dann passieren. Und offiziell passiert zurzeit eigentlich so ziemlich gar nichts. Oder hat Donald Trump nur mal ein bisschen die Märkte pushen wollen, um eine etwas bessere Stimmung für die Midterm Elections, also für die anstehenden Wahlen, letztendlich zu pushen. Das kann auch sein. Schauen wir ganz einfach mal. Ansonsten gibt es die Risiken, die es in den letzten Wochen gab, auch weiterhin. Das Status quo im Handelsstreit mit der EU und Italien, um Italiens Haushalt, der bleibt weiterhin bestehen. Zu einem Überfluss wuchs dann auch noch in Italien die Wirtschaft im dritten Quartal überhaupt nicht mehr. Es stagnierte. Das sind eigentlich recht schlechte Voraussetzungen, die Schulden noch mehr anheben zu wollen. Und dann gab es noch als Thema Rohöl. Da will Saudi-Arabien nach US-Angaben die Lieferausfälle, die nach den US-Sanktionen jetzt gegen den Iran entstehen, kompensieren. Das beruhigte die Märkte erst einmal, zumal ja Russland auch zurzeit so viel Öl fördert wie noch nie. Schauen wir mal auf die Charts. Beginnen tun wir mit dem DAX. Der DAX konnte sich in der letzten Woche doch deutlich erholen. Wie wir hier sehen, erst am Freitag ging es dann nach einem Test der 11.680 doch wieder nach unten. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA dürften der Auslöser gewesen sein. Die waren mit über 250.000 neuen Stellen dann doch sehr, sehr gut und befeuern dann natürlich immer wieder die Angst auch vor einer noch strafferen Geldpolitik der Fed und vor weiteren Zinserhöhungen. Die 11.510 hat noch leidlich gehalten, ist aber, glaube ich, nicht die wichtigste Unterstützung hier insgesamt, sondern aufpassen müssen wir hier auf die 11.430. Bricht die, dann ist diese Erholung hier bis 11.680 doch ein Fake-Ausbruch gewesen und man müsste sich wieder nach unten orientieren. Wichtige Unterstützung 11.250 und vor allem dann auch nochmal die 11.050. Schauen wir uns mal den Wochenchart an, da sehen wir, dass wir weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend liegen. Bei 11.050 herum liegt jetzt aber eben dann auch der Aufwärtstrend und bricht der, dann könnten durchaus so Ziele um die 10.320 realistisch werden. Dazwischen gibt es sicherlich natürlich nochmal Unterstützung bei 10.800 vor allem auch. Aber hier könnte also eine längerfristige Entscheidung fallen und man könnte hier also langfristig doch in einen Bärenmarkt eintreten. Das muss man ganz einfach mal abwarten. Eins der großen interessanten Ziele wäre dann so um 8.700 zu finden. Soweit ist es noch nicht. Also ich habe jetzt gerade nicht gesagt, für all die, die aber nicht verstehen, was man so sagt, interpretiere ich das gerne nochmal. Ich habe nicht gesagt, dass in den kommenden 14 Tagen der DAX auf 8.700 fällt, sondern ich habe nur gesagt, dass wenn dieser Aufwärtstrend bricht, ist das eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch noch viele andere. Im Daily Chart
haben wir ja bei 11.050, wie gesagt, einen Boden gefunden, haben dann in der letzten Woche doch eine deutliche Erholung hier gesehen, wie wir das sehen. Allerdings muss man eben auch hier sagen, ja, so um die 11.700 nochmal Widerstand, das war so das Unterstützungsniveau von Mitte April. Wir sind also hier schon auf bei ganz klaren neuen Jahrestiefs. Auf der Oberseite weiterhin, so um 11.750 liegt der orangefarbene Kijun, auch ein wichtiger Widerstand. Also insgesamt muss man hier sagen, so ganz bullisch ist das nicht. Wirklich bullisch wird es eben nach wie vor erst über 11.800. Das habe ich ja auch schon in den Wochen davor immer mal wieder thematisiert. Ähnlich sieht es beim S&P 500 aus. Der hat sich in der letzten Woche auch deutlich erholt. Am Freitag gab es eine kleine Korrektur. Noch nicht weiter dramatisch. Die 2700 bis 2690. Das ist nochmal eine wichtige Supportzone, die hat gehalten. Auf der Oberseite sind wir aber auch hier nicht über den Kijun gekommen. Und von der Warte aus muss man das Ganze mal, muss man mal schauen, wenn man hier den Daily Chart sieht, wie viel das Ganze hier wert ist, ob diese Erholung dann am Ende mal nachhaltig wird. Wie gesagt, da müsste wenigstens mal der Kijun noch gekreuzt werden. Auch der hellblaue Nachläufer bleibt ja weiterhin hier deutlich unter den Kursen. Das Ganze kann also nach wie vor ein Strohfeuer sein, vermute nicht nur ich, sondern auch viele Analysten sind sich nach wie vor nicht sicher, ob wir hier schon eine Jahresendrallye ausrufen können oder nicht. Meiner Ansicht nach kann man das noch nicht. Da sollte man wenigstens warten, bis wir so über 2800 hier im S&P 500, am besten über 2820 gestiegen sind. Auch diese Marke habe ich ja schon seit einigen Wochen immer wieder thematisiert. Dann haben wir hier nochmal den Stundenchart schnell. Da sehen wir das auch. Also die 2700, wichtiger Support, der ganz gut hier gerade kurzfristig gehalten hat. Der Dow Jones hat auch am Freitag korrigiert, nachdem er sich ja in dieser Woche sehr schön erholt hat. Vor allem dann ab Mittwoch, da ging es ein bisschen später los, sind wir dann über 25.000 Punkte gestiegen und können das Ganze noch auch bisher halten. Wir haben hier jetzt noch einen Support bei 2000, bei 25.070 Punkten. Schauen wir ganz einfach mal oben, 25.800 haben wir nicht ganz erreicht. Tenkan und Kijun aus dem Ichimoku, die zeigen zurzeit eher seitwärts. Das ist also hier noch nicht ausgemacht, dass hier die Erholung nicht fortgesetzt werden kann. Wenn also der Kurs schnell wieder über diese beiden Linien aus dem Ichimoku steigen würde, wäre das durchaus ein bullisches Zeichen. Der Daily Chart zeigt allerdings, dass wir auch hier im Daily Chart in den orangefarbenen Kijun bei 25.600 knapp nicht überwunden haben oder nur kurz mal, aber per Tagesschluss eben nicht. Und von der Warte aus bleibt das ganze Bild hier auch nach wie vor ziemlich bärig. Die Erholung könnte also nach wie vor eher ein Strohfeuer gewesen sein. Dann haben wir den Nasdaq, der nicht ganz so sich erholen konnte, aber immerhin auch sich stabilisiert hat über der 6670. Ja, dann hatten wir doch großes Problem hier, die 6970 irgendwie als Widerstand ernst zu nehmen, auch so als Support nicht. Wenn man es mal ganz genau nimmt, sind es eher 6900 jetzt als Support. Naja, aber ja, auch der Nasdaq konnte sich also ein bisschen stabilisieren, aber auch hier muss erst noch bestätigt werden, dass wir hier jetzt tatsächlich eine große Erholung fahren. Das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht, zumal man hier im Ichimoku eben auch sieht, dass der blaue Tenkan unter den Kijun gerutscht ist, was eher ein bärisches Zeichen sein könnte. Der hellblaue Nachläufer ist auch unter den Kursen. Also das sieht noch nicht so richtig bullig aus. Bullischer sieht es beim Tech DAX aus, der in der letzten Woche doch eine deutliche Erholung hingelegt hat, von 2400 auf 2700. Das sind schon mal deutlich über 10% Gewinn, ne? Wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ach, das sind auch nur von 2500 auf 2700. Okay. Aber trotzdem eine deutliche Erholung hier im Tech DAX, die dann aber eben am Verlaufshoch aus dem, was ist das hier, Oktober, bei 2735 Punkte nicht ganz angekommen ist und dann sich doch erst einmal eine kleine Korrekturpause genommen hat, hat das Gap dann wieder geschlossen vom Freitag. Ist noch nicht dramatisch, muss man auch mal abwarten, zumal hier der Tenkan noch über dem Kijun ist und auch der hellblaue Nachläufer über den Kursen liegt. Das sieht also noch nicht ganz so schlecht aus. Mal schauen, wie der Tech DAX am Montag reinkommt. Ansonsten wäre hier auf der Oberseite natürlich ein schönes Ziel bei 2865 zu finden. Das ist noch ein Stückchen.
Ja, auf der Unterseite, die 2555 dürfte ein ziemlich stabiler Support sein. Ansonsten kann es dann eben unter die 2500 gehen. Der Dollar hat in der letzten Woche mal eine kleine Korrektur hingelegt, stabilisierte sich dann aber am Ende der Woche wieder. Wir sehen also, dass hier insgesamt der Dollarindex doch immer weiter Richtung Norden strebt und immer stärker wird. Hat mit der Zinspolitik der Fed natürlich zu tun. Gar keine Frage, wir haben hier einen klaren Aufwärtstrend seit April dieses Jahres. Schauen wir uns den Stundenchart an, dann sehen wir, dass die 96 am Ende gehalten hat. Wir müssen jetzt wieder über die Wolke, dann könnte hier die Erholung durchaus weiter gehen. Das dürften die Fed in der nächsten Woche in der Hand haben. Da gibt es ja die Zinsentscheidung am Donnerstag. Das wird dann neue Impulse für den Dollar geben und auch für die 10-Jahres-Anleihe der USA. Da sind die Zinsen letzte Woche wieder deutlich gestiegen, wie wir hier sehen. Wir sind wieder bei fast dem bisherigen Verlaufshoch bei 3,26%. Und das natürlich, das bremst auch die Märkte aus, die Aktienmärkte. Das hat am Freitag wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen, denn wir sehen hier, dass die Zinsen doch deutlich am Freitag gestiegen sind. Und das ist für Aktienmärkte natürlich alles andere als erfreulich. Das bedeutet dann meistens eben auch, dass dann eben ja, die Aktienmärkte fallen, wenn die Anleihen eben, ja, wenn die Anleihezinsen so steigen, hat eben damit zu tun, dass dann erstens mal die Anleihen doch eine attraktive Anlage sind und zweitens könnte das eben hier doch damit zu tun haben, dass die Marktteilnehmer doch die Angst haben, dass die Fed vielleicht noch ein bisschen mehr an der Zinsschraube drehen könnte, als den Märkten lieb ist. Die deutsche Anleihe hingegen legt zwar auch ein bisschen wieder zu, aber doch eher moderat. Wir bleiben hier deutlich unter 0,5% weiterhin. Also da gibt es zurzeit nichts zu meckern. Und Italien interessanterweise, da ist die italienische 10-Jahres-Anleihe in der letzten Woche sogar deutlich zurückgekommen auf 3,3%. Also auch da gibt es zurzeit eher keine Angst, dass die ganze Sache um den italienischen Haushalt eskalieren könnte. Dann rechnen wir das auf Euro-US-Dollar um. Dann sehen wir, dass Euro-US-Dollar ja, letzte Woche Dienstag einen Boden gefunden hat und dann den Ausflug auch mal über die 1,1430 kurz genommen hat. Dort allerdings muss man doch von einem Fehlausbruch sprechen. Die 1,1430 bleibt also eine wichtige Widerstandsmarke. Danach gab es erstmal die Korrektur, die noch nicht so schlimm ist. Trotzdem könnte es jetzt hier Richtung 1,1305 wieder zurückgehen. Das muss man ganz einfach mal abwarten. Zumindest mal ist der Ichimoku nicht besonders freundlich gesinnt. Wir sehen uns das gleich nochmal an. Wir schauen mal ganz kurz noch hier auf den Daily Chart. Da sehen wir nämlich, dass die 1,1305 jetzt natürlich einen Doppelboden bilden könnte, wenn die Erholung weitergeht, natürlich nur. Also bestätigt ist der noch nicht, aber es könnte einer werden. Das wäre dann durchaus freundlich und bullig für die Euro-Bullen. Aber noch ist es eben nicht ganz so weit, denn wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen auseinanderziehen, dann sehen wir, dass im Ichimoku der Tenkan und das ist die blaue Linie und der Kijun, die orangefarbene Linie, doch klar nach unten zeigen. Sie kommen sogar wieder näher heran, also letztendlich kann die Erholung auch letztendlich vor allem bedeutet haben, dass der überverkaufte Status ein bisschen abgebaut worden ist. Auf alle Fälle mal der grüne Umkehrstab vom Donnerstag, der wurde dann am Freitag eben nicht bestätigt. Und von der Warte aus muss man mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Hier könnte also durchaus ein weiterer Test eben der 1.1305, wir sind jetzt wieder im Stundenchart, durchaus geschehen. Wir sehen hier, dass der blaue Tenkan gerade den Kijun nach Süden verlassen hat, also darunter gerutscht ist. Das ist auch eher ein bärisches Zeichen, also auf jeden Fall ist es kein bullisches Zeichen. Und der hellblaue Nachläufer, der ist auch unter die Kurse gerutscht. Auch das ist eher ein bärisches Zeichen. Wir sind aber noch über der Wolke, also ein klares Verkaufssignal gibt es auch noch nicht wieder. Aber es könnte also sein, dass diese Erholung hier ja ein Fehlausbruch gewesen ist und es doch weiter nach Süden geht. Ziele wäre dann 1,11. Im Rohöl geht es weiter nach Süden. Wie gesagt, die Marktteilnehmer sind da ziemlich unbesorgt. Die Lagerbestände in den USA sind nicht so stark gestiegen zuletzt als erwartet. Auch das hat die Märkte allerdings nicht bewogen, mal eine Gegenbewegung einzuleiten. Hier geht es immer schön stufenweise weiter nach unten und das nächste Ziel könnte so um die 60 Dollar durchaus liegen.
wenn den Märkten nicht irgendwann mal einfällt, ja, dass man vielleicht mal eine andere Geschichte spielen könnte. Es ist ganz einfach fundamental allerdings für Öl auch zurzeit schwer, große Erholungen hinzulegen, weil den Märkten natürlich doch ein bisschen Angst und Bange wird, was die das Wirtschaftswachstum betrifft. Das scheint nämlich allgemein abzuflachen und die spannende Frage ist, ob das vielleicht auch die USA betrifft. Die Einkaufsmanager-Indizes sprachen zum Teil durchaus dafür. Von der Warte aus muss man mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Also es kann durchaus sein, eben, dass wir den Zenit des Wirtschaftswachstums schon erlebt haben und eben das Wachstum jetzt dann doch eben eher auf dem Rückzug ist. Das könnte dann eben auch den Ölpreis belasten, weil dann eben die Nachfrage nicht ganz so groß ist, wie bisher prognostiziert. Schauen wir uns auch das Brent mal an. Hier ein wichtiger Support bei $70,70 nochmal. Danach könnte man dann durchaus unter die 70 fallen. Bei 66,50 haben wir über dem Frühjahr 2018 eine ziemlich lange Wolkenlinie, die dann auch einen massiven Support signalisieren könnte. Dann haben wir Gold. Gold interessanterweise am Freitag gar nicht so zurückgekommen. Also die Arbeitsmarktdaten sind da, die Non-Farm Payrolls sind da beim Gold völlig am Gold völlig vorbeigegangen. Hat sich die ganze Woche über 1230 gehalten. Das war schon eine ziemliche Überraschung. Meiner Ansicht nach auch hier eine deutliche Erholung. Gold ist ja meistens stark unter Druck, wenn die Zinsfantasien beginnen zu galoppieren. Und das war aber in dieser Woche interessanterweise mal nicht so. Gold hält sich nach wie vor ziemlich gut. Wenn man sich das im Daily Chart anschaut, muss man sagen, wenn wir über die 1240 kämen, dann wären immer noch 1265 möglich. Wobei ich eben der Meinung bin, dass wir aus fundamentaler Sicht eigentlich nicht so stark steigen sollten. Aber mal schauen, wie das Ganze weiter geht. Schauen wir uns den US-Dollar, japanischen Yen an. Sichere Häfen waren letzte Woche keine Frage, warum auch. Lief ja gut in der Wirtschaft. Wie gesagt, es gab also überwiegend gute Quartalszahlen und auch die makroökonomischen Daten waren jetzt nicht so dramatisch, dass man jetzt hätte Panik bekommen müssen. Damit konnte das Paar mal die Erholung zumindest mal eher bestätigen, nachdem es ja in der letzten Woche dann mal so eine kleine Korrektur gegeben hat, sind wir also wieder auf dem Weg Richtung 114,50, 115. Das könnte also durchaus nochmal eine Rolle spielen, besonders natürlich auch, wenn man eben bedenkt, dass die Fed am Donnerstag die Zinsen wahrscheinlich zwar nicht anheben wird, aber Signale ausrichten dürfte, dass die nächste Zinserhöhung im Dezember stattfindet und dass man zurzeit keinen Grund sieht, mit den Zinserhöhungen langsamer zu werden. Also dieser Zyklus wird wohl weiterhin so eng gestrickt bleiben, wie erwartet. Ich gehe sogar davon aus, dass im nächsten Jahr die Fed statt 3 sogar 4-mal die Zinsen anheben könnte. Dann haben wir den Wochenchart, da können wir sehen, also wenn wir über die 114,50, 115 drüber kämen, könnte das nächste Ziel das Hoch aus Ende 2016 sein bei 118,70 Yen. Genau. Dann haben wir den Nikkei, der hat sich durchaus über die Schwäche des Yen lange Zeit gefreut. Am Freitag allerdings, als dann die guten Arbeitsmarktdaten kamen, da war die Freude auch beim Yen, beim Nikkei dann erst einmal vorbei, gab es die entsprechende Korrektur. Muss man mal schauen, insgesamt der Ichimoku immer noch bullig auf jeden Fall, also das muss man mal schauen, ob das jetzt nachhaltig wieder nach unten geht oder ob das nur ein kurzes Strohfeuer war. In Japan gibt es ja eigentlich keine Angst vor großen Zinserhöhungen durch die Bank of Japan, die Inflation bleibt schwach. Die Bank of Japan hat ihre Geldpolitik ja gerade erst wieder bestätigt und das sollte auch noch eine ganze Weile wohl dann doch so bleiben, wobei die Fed inzwischen zum Beispiel was die Anleihezinsen betrifft, das Ganze doch ein bisschen mit mehr Spielraum fährt. Also da dürfen die Anleihezinsen dürfen durchaus die 10-jährige mal auf 0,2% Zins steigen. Das haben einige Marktteilnehmer als Zeichen dafür gesehen, dass die Bank of Japan auch schon die Geldpolitik beginnt langsam zu straffen.
Hatte die Bank of Japan so aber, glaube ich, eher gar nicht vermutet. Klar, wenn überall die Zinsen steigen, dann wird es auch der Bank of Japan am Ende schwer fallen, die Zinsen ewig bei Null zu halten. Von der Warte aus hat man sich da wohl eher der Realität angepasst, hat allerdings eben ja bei den Marktteilnehmern gleich größere Ängste hervorgerufen, die, glaube ich, bis jetzt aber noch nicht notwendig sind. Wenn wir uns den Daily Chart anschauen, sehen wir, dass wir bei 22.200 knapp einen wichtigen Widerstand haben. Kämen wir da drüber, ja, dann könnte man also den Bereich so 22.950, 23.000 anlaufen. Das wäre schon mal sehr interessant. Insgesamt sind wir aber hier auch noch nach wie vor ziemlich bärisch. Der Kijun hier im Daily Chart erst bei 22.650, solange wir da nicht angekommen sind, ist das hier alles eine nette Erholung. Könnte allerdings alles nach wie vor ziemlich technisch sein. Natürlich, Japan, da spielt natürlich auch der Handelsstreit mit China eine wichtige Rolle mit rein. Und ja, zuletzt waren dann die Daten aus Japan jetzt auch nicht so, als ob sich Japan vom Gesamtweltmarkt abkoppeln könnte. Und im Gesamtweltmarkt sieht es eben wirklich danach aus, als ob das Wachstum nicht mehr ganz so stark sein wird in der Zukunft, wie wir es zuletzt mal hatten. Dann haben wir den Neuseeland-Dollar. Die Bank of New Zealand hat nämlich nächste Woche Zinsentscheidung. Erstaunliche Erholung hier gab es. Das ist der Daily Chart am Donnerstag. Wobei, das gab es bei anderen Märkten auch, allerdings nicht so stark wie hier der Kiwi das gemacht hat. Wir sind also hier fast Richtung Widerstandsbereich bei 0,6730 gestiegen. Das war schon mal eine starke Performance. Am Freitag kam dann der Dollar ein bisschen stärker wieder zurück. Also konnte ein bisschen kontern. Das hat er auch weltweit ja gemacht. Und das sehen wir dann auch gleich im Stundenchart, dass das dann auch die Folge gleich wieder hatte, dass eben der Tenkan den Kijun nach Süden gekreuzt hat. Und auch der hellblaue Nachläufer ist nicht mehr so richtig über den Kursen. Trotzdem muss man mal hier abwarten, wie das Ganze weitergeht. Die Prognosen gehen davon aus, dass der Zins sich nicht ändern wird, wenn die Bank of New Zealand die Zinsen anhebt. Das muss man ganz einfach mal abwarten. Aber eben aufgrund der Dollarstärke, die meiner Ansicht nach eher wieder zunehmen wird, auch im Hinblick auf die Fed-Entscheidung am Donnerstag, könnte es hier also durchaus wieder Richtung Korrektur gehen. Spannende Zone dann die 0,6590, das ist die Wolkenunterkante, und 0,6570. Fallen wir da wieder drunter und fallen wir vor allem dann auch wieder unter den übergeordneten Abwärtstrend, den wir gerade gebrochen haben. Ja, dann könnte es durchaus auch wieder Richtung Tiefs gehen, so 0,6425. Cable hat letzte Woche auch deutlich erholt. Es war eben die Hoffnung, dass es doch eine Lösung in den Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien geben könnte. Am Freitag dann gab es aber eben auch im Cable die entsprechende Korrektur nach den guten Arbeitsmarktdaten, sehen wir hier ganz klar. Ging es ein bisschen zurück, stabilisierte sich dann allerdings auch schnell wieder. Die 1,2935 hat erstmal gehalten auf der Oberseite. 1,3065, 1,3090 und darüber wäre dann eben die 1,3255 durchaus ein Thema. Ob das wirklich kommt, muss man mal eben abwarten. Wie gesagt, also es könnte durchaus sein, dass in der nächsten Woche der US-Dollar an Stärke zulegt. Europäisches Pfund könnte aber durchaus weiter fallen. Das wäre also dann durchaus möglich. Also wenn die guten Nachrichten vom Wochenende sich bestätigen, also sagen wir mal die guten Gerüchte vom Wochenende bestätigen, dann könnte also Euro-Britisches Pfund durchaus weiter Richtung Süden tanzen. Bei 0,8730 haben wir ja einen wichtigen Support. Sehen wir dann im Daily Chart auch nochmal ein bisschen besser. Brechen wir da durch, gemeinsam mit 0,87. Dann könnte hier nur die 0,8620 das nächste Ziel sein. Sieht also durchaus mal nicht unfreundlich aus, was wir hier haben, zumal wir diesen korrektiven Aufwärtstrend eben in der letzten Woche ganz klar wieder gebrochen haben. Das ist dann doch ziemlich bärisch. Erst einmal. Schauen wir nochmal schnell auf die Termine von der nächsten Woche. Dienstleistungseinkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und der Eurozone interessanterweise erst am Dienstag, aber schon am Montag gibt es den ISM-Dienstleistungsindex aus den USA. Hat damit zu tun, das war ja in der letzten Woche auch so, da gab es die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone und Deutschland auch wegen dem Allerheiligen einen Tag später. Dann am Mittwochabend die Zinsentscheidung aus Neuseeland und am Donnerstagabend dann die aus
den USA von der Fed. Und am Freitag gibt es BIP und Industrieproduktion aus Großbritannien. Auch das sicherlich interessant. Wer über die Woche mehr Informationen haben will, auch viel mehr Charts und so, also alles das, was so in der Woche eben passiert, der guckt mal bei mir auf der Homepage rein, LarsHoffmann.net, Börse-Forex. Oh, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche. Bis nächste Woche.